Unser nächstes Stück hat sich zu einem echten Hit der Blasmusik entwickelt. In über 13 Ländern wird er heute gespielt. Der böhmische Traum. Norbert Gemmel komponierte diese Prachtpolka 1997. Arrangiert wurde sie von Siegfried Bundel und im selben Jahr führte die Schäfzentaler Blasmusik, bei denen der Komponist Tenormann spielt, sie auf. Ich habe in der Vorbereitung für das Konzert ein Interview mit Norbert Gemmel gelesen, in dem er trotz des internationalen Erfolges sehr sympathisch und bodenständig wirkt. Er freut sich vor allem, so viele verschiedene Menschen mit seiner Musik zu erreichen und auch so viele junge Leute, ich glaube, was man hier auch sehen kann, wieder ins Boot der Blasmusik zurückgeholt hat. Der böhmische Traum wird nämlich auch längst nicht mehr nur in Festzelten gespielt, sondern gehört auch zu jedem Repertoire eines DJs in Süddeutschland. Und man hört die Polka auf in Diskos und auf Rad rauf und runter. Heute spielen wir sie hier für Sie, dirigiert von Heinrich Mansch aus Gummersbach, die Hymne der Blasmusiker, der böhmische Traum. Viel Spaß!